Das ist der Kindergottesdienstraum. Ihr seid nicht da, aber die Kerze für den Kindergottesdienst zünde ich für euch an. Eines langen Tages. Jesus war mit seinen Freunden unterwegs gewesen. Er hatte den ganzen Tag erzählt, hatte von Gott erzählt. Er hat Menschen geholfen, Kranke gesund gemacht. Am Abend war er müde. Er sagte zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden: Kommt, wir setzen uns in das Boot, wir fahren über Nacht auf die andere Seite des großen Sees. Und so machten sie es. Sie setzten sich in das Boot, fuhren los, und Jesus legte sich hin und schlief ein. Als es dunkel wurde, kam auf einmal ein großer Sturm. Der Wind peitschte, das Wasser hohe Wellen, und die Jünger hatten große Angst. Ob wir wohl sterben werden, flüsterten sie sich zu. Der Sturm wird immer größer, die Wellen immer höher. Was sollen wir nun tun? Schließlich, als sie es gar nicht mehr aushielten, da trauten sie sich. Sie gingen zu Jesus und weckten ihn und sagten: Jesus, du schläfst ja so seelenruhig, wir gehen unter. Und Jesus schlug die Augen auf, setzte sich hin und sah sie an und sagte: Warum habt ihr denn so eine Angst? Ich bin doch bei euch. Und er stand auf und er sprach zu dem Wind: Wind, sei still. Und zu den Wellen sprach er: Wellen, seid ruhig. Und sofort hörte der Wind auf, das Meer wurde ganz ruhig und das Boot, es wackelte gar nicht mehr. Die Jünger von Jesus bekamen einen großen Schreck. Was ist das für einer, wenn ihm sogar der Wind und die Wellen gehorchen? Das muss ein ganz besonderer sein. Und Jesus lächelte sie an und fragte: Warum habt ihr noch keinen Glauben? Ich erzähle euch doch immer wieder von Gottes Liebe. Vertraut mir, vertraut Gott. Wir sind bei euch. Ihr müsst keine Angst haben. Ich möchte, dass einer mit mir geht, des Leben kennt er mich, versteht er mich zu allen Zeiten, kann geleiten. Ich möchte, dass einer mit mir geht, ich warte, dass einer mit Stunden
Wir beten: Gott, du bist unser Freund, du bist bei uns. Wir danken dir dafür. Wir kommen zu dir und beten, weil wir manchmal Angst haben. Wir bitten dich, schenke du uns Mut. Wir bitten dich für alle, die krank sind. Hilf, dass sie wieder gesund werden können. Wir bitten dich für alle, die sich Sorgen machen, wie es weitergeht. Schenke du Zuversicht. Wir bitten dich für alle, die Sehnsucht haben nach ihren Freundinnen und Freunden. Sei du unser Freund, sei du bei uns. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen. Eine Idee. Nachdem der Sturm gestillt ist, sind die Jünger ganz glücklich. Wie sehen sie aus, die glücklichen Jünger? Malt doch mal ein Bild und schickt es mir. Dann können wir nächsten Sonntag uns die verschiedenen Bilder angucken. Bis nächste Woche. Tschüss.